Herzlich willkommen zu Let's Play Luigi's Mansion. Das wollte ich sowieso drehen und Let's Playen. Und es haben sich auch einige gewünscht, dass das mal gezeigt wird. Und deswegen bin ich froh, dass da so viel Übereinstimmung ist. Und es wird auch das erste Projekt sein, was mit meinem neuen Equipment aufgenommen wird. Deswegen kann es sein, dass der Ton hin und wieder in der Qualität schwankt oder das Bild. Was ich aber nicht hoffen werde. Und dann wollen wir auch gleich mal anfangen. Achso, ja, die Wii-Mode geht bei GameCube-Spielen natürlich nicht. Ich erzähle lieber doch erstmal, wie ich das Ganze geplant habe. Also ich werde eine Blockaufnahme machen, also immer je nachdem, wie lange ich Lust habe zu spielen, werde ich eine Blockaufnahme machen und die dann in Parts unterteilen. Und ja, es kann passieren, dass zwischen den Parts nicht gesagt wird, das ist jetzt Part sowieso oder hier jetzt die kurze Pause, sondern dass es abrupt vielleicht manchmal abbricht. Mal gucken, wie ich das mache, weil ich bin während des Aufnehmens nicht am PC, sondern spiele am Fernseher. Das habe ich mit einem Haufen Kupplungen und Adaptern geregelt. Und deswegen, ja. Dann fangen wir mal an. So. Wow. Ja, das war keine gute Idee, das Kabel da festzumachen. Aber ich kann es ja länger machen, so. Jetzt habe ich genügend Kabel. Das Video brauchen wir nicht nochmal sehen. Es geht einfach darum, Luigi hat in einem Wettbewerb, an dem er nicht teilgenommen hat, eine Villa gewonnen. Mario wusste vor ihm noch davon. Und das war mein Testspielstand. Wir werden ein neues Spiel starten. Ja, Mario hat sich also auf den Weg zur Villa gemacht, noch bevor Luigi dahin kam und ist halt verschwunden. So. Luigi befindet sich jetzt in dieser Villa. Und der Rest der Story, der erklärt sich eigentlich während des Spielens. Ich hoffe, man hört den Sound nicht durchs Mikro noch durch, den In-Game-Sound. So, was haben wir denn hier an der Steuerung? Wir haben halt das Laufen und unsere Taschenlampe, die wir mit B gedrückt haltend ausschalten können. Standardmäßig ist sie aber an. Und wir haben A, mit dem wir Sachen untersuchen können. Und sonst haben wir nichts. Hier ist so ein Leuchten, Ranken, Dorn, Gitter, Busch. Da können wir nicht durch. Oder kann ich das mal untersuchen? Ja, da vergeht's dem Luigi. Aber ganz gewaltig. Meine Stimme ist noch ein bisschen angegriffen. Gestern Abend ging's einigermaßen, aber heute ist schon wieder nicht so doll. Es ist fast blind, weil, wie gesagt, ich habe den ersten Teil, den ersten Bereich angespielt gehabt für eine Testaufnahme. Oh, ja, wir hören einen Geist. Dann gehen wir doch mal gucken. Ja, das ist ein kleiner Geist. Der hat einen Schlüssel in seinem Bauch, den er jetzt fallen lässt vor Schreck. Und er fegt die Lichter aus. Ich bin mir nicht ganz schlüssig, ob ich bei den Dialogen die Personen mitsprechen soll. Das stört mich eigentlich bei anderen Let's Playern meistens. Jetzt kommt ein tolles Geräusch. Achtung! Ja, da freut er sich. Und achtet mal darauf, wie beim Laufen Luigis Nase wackelt. Ich finde das so süß. Das ist so putzig. Ich finde ja grundsätzlich alles an diesem Spiel eigentlich super süß. Ich erzähle noch ein bisschen was dazu, bevor wir da reingehen. Das war mein erstes GameCube-Spiel. Das war der Grund, warum ich mir ein GameCube gekauft habe. Ich habe die Fernsehwerbung damals zu dem Spiel gesehen und dachte mir so, oh mein Gott, das musst du haben, ja.
Und es war so episch und es ist einfach nur so ein krass geiles Spiel. Und man wird während des Let's Plays auch wirklich meine Euphorie zu spüren bekommen. Ah, oh, meine Stimme verreckt gerade. Und es ist einfach nur so toll. Und es war so dramatisch, als ich vor 1,5 Jahren nochmal spielen wollte. Und da hatte ich halt schon meine Wii. Und ich weiß ja, dass die Spiele von GameCube mit der Wii kompatibel sind. Und hab's in die Wii eingelegt und wollte spielen. Und dann hat er mir nach einer bestimmten Spielzeit, nicht ab einem bestimmten Bereich oder an einer bestimmten Tür, immer gesagt, geht nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Fehlermeldung hieß. Ich habe die halt schon 1,5 Jahre lang nicht mehr gesehen, weil ich habe das dann auf dem GameCube auch nochmal ausprobiert. Da kam dasselbe Problem. Also lag es jetzt nicht am Laufwerk, sondern an der CD. Waren halt zu viele Kratzer für eine zu kleine CD. Man weiß ja, GameCube hat diese Minidiscs. Und da waren so viele Kratzer drauf wie auf normalen CDs bei mir halt auch. Aber die CD ist halt nur halb so groß. Und deswegen war das nicht so optimal. Und ja, ich laufe mal ein bisschen rum. Und da hinten ist noch eine Tür. Ja, die habe ich glaube schon versucht aufzumachen. Und ja, und jetzt war ich halt krank eine Zeit lang. Und da wollte ich es halt unbedingt wieder spielen. Vor allem nachdem sie ja in Game One drüber geredet haben, weil ja bald der Nachfolger für den 3DS rauskommt. Und einem angeraten haben, doch mal den ersten Teil nochmal zu spielen. Und ich war dann ganz traurig, weil meine CD kaputt war. Dann habe ich mir Zahnpasta genommen, habe die CD mit Zahnpasta poliert, habe sie wieder abgespült, um halt die klebrige Zahnpasta dann wieder runterzukriegen, als sie trocken war. Und ja, jetzt geht's wieder. Aber dann war meine Memory Card weg inzwischen. Die habe ich verschludert innerhalb der letzten 1,5 Jahre. Und habe dann meinen Freund auf die Jagd nach einer GameCube Memory Card im regulären Handel geschickt. Weil ich konnte das Haus ja nicht verlassen mit meiner Krankheit. Und er hat es dann tatsächlich geschafft, mir eine mitzubringen. Und dann dachte ich so, oh, ja, eine leere Memory Card. Und ich muss eh das Spiel von vorne anfangen. Also spiele ich das doch gleich als Let's Play. Und dann habe ich mir dann dieses ganze Equipment, Kabel-Equipment zugelegt, damit ich das am PC aufnehmen und währenddessen noch am Fernseher spielen kann. Wegen der Latenz. Und weil der Sound auch, die Soundausgabe während des Aufnehmens wirklich extrem eklig ist. Das wird im Video selber dann nicht so sein, wie ihr feststellen werdet, aber beim Aufnehmen selber hört es sich einfach nur schrecklich an am PC. So. Das ist der erste Raum. Das ist unser einzähniger Lebensretter mit einem Staubsauger. Ich werde die Charaktere nicht mitsprechen, aber ich werde so durchklicken, dass wenn einen der Text interessiert, dass man ab und zu mal Pause klicken kann in dem Video. Dann kann man es ja immer noch nachlesen, wenn es einen interessiert. Weil viele stört das auch, denke ich mal, wenn man da so richtig schön die Personen synchronisiert. Er erzählt jetzt halt ein bisschen was über das Haus und ja. So, wir sind jetzt in seinem Labor. Jetzt möchte er halt wissen, warum er da ist. Und er erklärt erstmal, was er eigentlich ist und warum er hier ist. Und ach, ist das bekloppt. Ich finde es ja schon lustig, dass der Mann Professor I.Git heißt. Also I.Git. Mit Doppel-D. Auch liebevoll früher nicht Diddy, sondern Giddy genannt. Weil er auch so klein ist. Der Giddy. Ja, jetzt sagt er ihm halt, dass sein Bruder halt versucht hat, ihn zu besuchen und dass das halt nicht so geht. Und jetzt kommen wir in den Übungsraum, wo es darum geht, den Umgang mit unserem Schreckweg 0816 zu lernen. Das ist der Staubsauger.
Hier. Achso, komm, noch ohne Geister. Also hier Trockenübung. Ja. Der Mann redet am Anfang sehr viel. Extrem viel. Und er wiederholt sich mindestens 3-4 Mal. So, wir blenden also die Geister mit unserer Taschenlampe. Am besten Taschenlampe aus, mit dem Gesicht zum Geist stellen, dann die Taschenlampe anlassen und dann direkt anfangen zu saugen und den C-Stick immer in entgegengesetzter Richtung des Geistes. Ja, er wiederholt sich zum dritten Mal jetzt. Langsam habe ich es verstanden. Am besten klappt es, wenn man es nicht nur in die entgegengesetzte Richtung hält, sondern so ein bisschen dann auf der entgegengesetzten Seite so ein bisschen rumfuchtelt. Da geht dann, ich sag mal, die HP, also Health Points des Geistes schneller runter. Und man kann ihn schneller einsaugen und das Geräusch wird auch etwas anders. Versuchen wir mal 3 auf einmal. Ja, da hört man ja schon, dass das sich alles anhört. So. 8 Geister. Ich weiß gar nicht, ob es besser gehen würde. Ja. Jetzt will er mich in die Villa schicken. Oder? Ah nein, ich soll mir noch die Galerie angucken eigentlich. Was machen wir gerade? Erkläre ich gerade, was das ist. Also, hier waren die Geister vorher alle in Bildern drinne. Und die sind halt alle ausgebüxt. Deswegen sind die Bilder auch leer. Und wir sollen halt, wenn wir die Geister wieder einfangen, dann kommen die halt wieder in die Bilder rein. Wie genau das funktioniert, das sieht man dann nachher, nach dem ersten Bosskampf. Also, das wird dann da nochmal genauer erläutert. Ja, erklärt nochmal, dass wir mit dem A-Knopf zum Beispiel Dinge untersuchen können. Achso, er möchte jetzt, dass wir was untersuchen. Okay. Der lässt mich sonst nicht hier raus. Ja, also, er sagt, wir sollen die Finger von den Engelstatuen lassen. Dann machen wir das mal gerade nicht. So, die bewegen die Flügel. Wenn man A drückt und an sie dran geht, man kann sie auch mit dem Saugen zum Wacken bringen und dann tun sie auch Stauben. Dann haben wir noch den X-Knopf. Da aktivieren wir die Untersuchungsfunktion unseres Gameboy Horrors. Da können wir uns dann umschauen, wirklich in 360 Grad und auch oben und unten. Und können dann mit A Dinge untersuchen. Zum Beispiel hier erzählt er mir, was das für eine Statue ist. Dann haben wir Y. Da kommen wir zu der Orientierung im Gameboy Horror. Also da, so sieht jetzt die Galerie und das Labor und so weiter aus. Das macht aber eigentlich nur Sinn, wenn man eh gerade in der Villa ist, das zu benutzen. Zurück zum Labor. Denn wir wollen jetzt gleich anfangen, Geister zu jagen und keine Zeit verlieren. Mit noch ewigen Statue an Grabsche. Ja, den Freund kennen wir. Es geht einfach darum, Peach hat ihre Untertanen, ihre Toads ausgeschickt, um Mario zu finden und zurückzubringen. Sie macht sich halt furchtbare Sorgen um Mario. Ja, und jetzt können wir halt sagen, ja, das soll er uns überlassen. Wir retten Mario. So, genau. Und zum Dank, weil die Kleinen können uns ja so irgendwie nicht wirklich helfen, bieten sie uns wenigstens an, dass wir bei ihnen unseren Spielstand speichern können. So, und jetzt ein paar Grundlagen noch. Also hier mit Y kriegen wir die Karte. Können wir gucken, es gibt einen Keller, es gibt ein Erdgeschoss, es gibt ein erstes Obergeschoss, es gibt ein zweites Obergeschoss und dann gibt es noch das Dach. Und, ja, ich zoome mal rein.
So, wenn ein Schlüsselloch an der Tür ist, heißt, sie ist verschlossen. Da können wir dann nicht einfach durch, da brauchen wir einen Schlüssel für. Und die grünen Türen heißt, wir können einfach so durch. Das grün leuchtende sind Treppen. Und jetzt müssen wir erstmal den ersten Raum, wo wir gerade verjagt worden sind, wieder freimachen. Und wir können auch jetzt hier die Lampen zum Beispiel untersuchen. Da gibt es dann Geld. Wir können hier so Laken einziehen. Und Spiegel, die sind dafür da, wenn wir sie mit dem Game Boy Horror untersuchen, dreht sich unser Spiegelbild. So. Da hat man jetzt nicht wirklich gesehen, wofür das gut ist, aber macht man das mit einem anderen Spiegel, passiert genau dasselbe. Und wir kommen auch hier raus. Das heißt, wir sparen uns Weg. Und wir können auch Lichter ausblasen mit dem Staubsauger. Staubsaugen ist jetzt nicht das Einzige, was wir später noch können. Wir können noch ganz viele andere Dinge später machen. Der hat nämlich eine Saug- und eine Blasefunktion. Ach, Mist. Scheiß Kronleuchter. Ja. Geld ist wichtig in dem Spiel. Das entscheidet nachher darüber, wie gut wir denn waren. Von dem Geld kann sich dann Luigi auch eine eigene Villa kaufen. Und es gibt auch einen Bonus freizuschalten. Das heißt, es gibt eine versteckte Villa später. Die ist dann etwas schwerer und spiegelverkehrt. Und die wollte ich eigentlich auch noch spielen. So, jetzt hier haben wir den Schlüssel für. Hier können wir rein. So, hier sieht es ein bisschen wild drin aus. So, da oben sieht man schon, dass die Kerzen lila brennen. Lilanes Feuer. Ich sag immer, zu meinen Mitspielern, sei es jetzt World of Warcraft oder sonstiges, dass das Feuer nicht rot ist, heißt nicht, dass du drin stehen bleiben darfst. Also, auch Feuer anderer Farben ist gefährlich. Das hat man auch in Sonic mal wieder gesehen. Auch grünes Feuer kann wehtun. So, den Schrank lasse ich jetzt zu. Da habe ich nämlich bei der Testaufnahme gemerkt, da ist viel Geld drinne. Aber das kriege ich nicht, wenn ich jetzt schon das aktiviere und vorher das Geld raushole, weil das verschwindet nach einer Zeit. Und die Geister labern mich ja so lange zu, dass das Geld garantiert weg ist, wenn ich denn wieder mich bewegen kann. Ja. Die erzählen halt jetzt auch, dass Mario da war. Und drohen halt Luigi mal wieder richtig schön. Der arme kleine Kerl, er tut mir so leid. Ach, Mist. Ja, jetzt sieht man, die Tür hier ist mit diesen Ranken zu. Wir können also auch nicht raus. Wow. Ja, jetzt haben wir ihn erwischt. Und das Zimmer bleibt so lange dunkel, bis wir alle Geister gefangen haben. Wir müssen ein bisschen rumlaufen, damit wir sie anlocken, sozusagen. Dann blenden und dann aufsaugen. Also, eigentlich eine ganz einfache Sache. Aber ich finde es so süß, wie seine Nase wackelt. Ja, das ist das Zeichen dafür, dass wir alle Geister in diesem Raum gefangen haben. Packen wir als erstes doch mal die Truhe aus. Wir haben einen Schlüssel bekommen. Man kriegt auch automatisch sofort angezeigt, für wo der Schlüssel ist. Und zwar direkt für die Tür zum nächsten Raum. So sieht es aus, wenn man eine verschlossene Tür öffnen kann. Wenn man sie bereits geöffnet hat, wird sie zu einer grünen Tür. Und jetzt erstmal das Geld hier, also da ärgere ich mich sonst nachher wieder drüber. Hier kommt die Goldbahn raus. Haben wir hier auch was? Also man kann grundsätzlich jedes Möbelstück bewegen. Und ja, ich lasse mal die Szene laufen, wie er eine Tür aufschließt. Er zittert nämlich ganz schön dabei, der arme kleine Kerl. Ja. Gut. Das ist der nächste Raum. Und ich würde mal sagen, hier mache ich eine kleine Partunterbrechung.